So, hi, willkommen zurück zu Echo. Heute habe ich neben dem Weitergraben noch einiges anderes vor. Die Ziegelsteine sollten schon fertig sein. Ich hätte gar nicht mehr weitergemacht, ehrlich gesagt. Offscreen, weil ich einfach zu futsch war. Die Lage werde ich dann... Ach nee, ich werde schon 200er Packen graben. Wir hacken. Und dann kehren wir nochmal nach Baratheim zurück. Oder? Wobei, wir können eigentlich das Ding voll machen, wenn es nach mir geht. War nämlich heute mit Freundinnen und anderen im Kletterpark gewesen. Seit Jahren war ich mal wieder auf einem Kletterpark. Na gut. Kritikpunkt ist, das waren einfach heute zu viele Kinder da. Aber egal. Wo ist der Stein? Ach da. Die Kletterparcours waren gut, also beziehungsweise... Wir haben quasi... Ich habe quasi nur die ersten vier gemacht oder was? Nein, nicht da. Aber meine Fresse, war ich ausgepowert hier, das... Also die nächsten Tage dürfte ich es am Arm spüren. Wenn ich dann nicht mehr aufnehme, also... Ja, wobei merkt doch eh kaum einer. Wenn ich mal nicht aufnehme, ich habe so viele Folgen im Voraus produziert, das fällt eigentlich kaum auf. Naja, vielleicht fällt es im Spiel auf, weil jemand, weil ich aus Versehen auf den Meteor gucke und dann... Gleicht jemand die Daten ab. 100 Pro. Tat's mir leid um meine Freundin, weil die ist in einem der Parcours fast schon zusammengebrochen. Aber die musste, ja, die musste wirklich total abbrechen. Das war schon nicht schön anzusehen. Nachdem ich mit einem fertig war, ich habe die, glaube ich, 10 Minuten lang in die Arme gehalten.
erst mit dem nächsten weitergemacht. Ja, das ist ja so. Eigentlich hast du ja gar keine Höhenangst, aber in manchen Situationen bin ich hier, weiß ich nicht, hatte ich diesen Zwang, mich hier festzuhalten irgendwo dauernd. Den Zwang, mich an den Geländer zu klammern. Also jetzt nicht, nee, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Und manchmal konnte ich, es nicht genießen, weil ich hinter mir immer kleine Kinder hatte. Da hatte ich mich schon eingeengt gefühlt. Irgendwo. Die rückten einen auch so auf die Pelle, ey, sorry. Ich das so sagen musste, aber ich hätte die am liebsten in den Kochtopf geworfen. Damit immer Ruhe ist, ey. Oder irgendwas anderes. Was hält eine Tura, der wirft Kinder in den Kochtopf? Mimimimi. Ja, ist doch so, ey. Jetzt, wo ich wieder dran denke, hier, das mit den Ziegeln, ne, das ärgert mich ja jetzt schon wieder. Das ist scheiße. Dass da wirklich die gleichen rauskommen. Entschuldigung. Huch. Nein. Wir haben nicht Nacht. Noch nicht mal im echten Leben. Das ist gerade mal Abend. Wo hänge ich denn schon wieder fest? Gold.
was ich da habe. Jo, da ist Gold. Muss ich tatsächlich einmal drum rumhacken. Oder auch. Euch auch schon. Passen noch? Oh ja. Wenn schon 6 Lagen haben wir. 1200 von den Dingern. Nee, jetzt haben wir so viel damit. So viel Zeit schon damit verplempert. Gehen wir ein bisschen Straße. Mal mit. Wir werden jetzt mal was anderes machen. Und ich alles versucht hier. Und da wandern wir einmal mehr über die Brücke mit dem Karren in der Hand, voller Steine. Das ist ein gutes Stück, was wir vorangekommen sind. So gesehen.
wären wir mal wieder in unserer Lieblingsgegend, wa? Fehlt nur noch, dass wir jetzt TTT drauf spielen. Das wäre voll geil. Hier werden die Plätze schon wieder belegt. Die Karre braucht jetzt mal Pause. Mach die Tür auf. Oh, die ersten 200 werden jetzt verarbeitet. Beginnen mit dem Backhaus, Bäckerei, was auch immer, wie man es nennen möchte. Endlich mal. Ich brauche ja noch für den Backofen. Backe, backe hoch. Das dann. Thank you.
somit bräuchte ich jetzt die nächsten. Wäre ich mal Henne gewesen, so.